Helene Fischer, fragen wir doch gleich mal Antonia, wie hat es dir gefallen? Also ich bin schon mal sehr, sehr glücklich. Frauenpower pur, und das hat man wirklich gespürt. Das war wirklich ganz, ganz viel Power. Du hast auch Volumen in deiner Stimme gehabt, hast trotzdem die sanften Töne schön gesungen. Man hat auch gemerkt, dass du schon Bühnenerfahrung hast, auf jeden Fall. Auf den High Heels, den Weg hier zu laufen, ist gar nicht so leicht. Ich weiß das aus Erfahrung. Also, dass du wirklich toll gemacht hast, mit Leidenschaft gesungen. Ich glaube, das hat das Publikum gemerkt. Du hast die mitgerissen und man hat gemerkt, dir macht das ganz viel Spaß. Und auch, weil du wahrscheinlich auch, so wie ich, Wahlhessin bist, ja, hast du dich schon gut eingelebt im Karlbachtal. Ganz toll. Danke, Antonia. Johannes, das war eine Büttenrede, die war sehr fußballlastig. War das dein Ding? Ja, natürlich. Also mein lieber Freund Lothar Matthäus hätte natürlich gesagt, seine Frechheit, das war kein einziger Lothar Matthäus-Gag dabei, aber gut.